Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Entschuldigt heute mein super glamouröses Outfit. Ich habe heute einen Hoodie an und höre mich noch ein bisschen nasal an. Das liegt daran, dass ich krank war, aber jetzt geht es mir schon viel, viel besser. Ich habe immer Hoodies an, deswegen ist es jetzt eigentlich keine richtige Entschuldigung. Ich experimentiere ja momentan ein bisschen rum, was für Formate ich euch anbieten kann. Und ich habe bei vielen ausländischen YouTubern gesehen, dass die so eine Art PR-Box-Opening-Videos gemacht haben. Also einfach Dinge vorgestellt haben, die sie einfach so zugeschickt bekommen haben, ohne dass sie darüber berichten müssen. Und ich dachte mir, das ist eigentlich voll die gute Idee, weil ich bekomme so oft neue Produkte von Firmen zugeschickt. Einfach so, die liegen dann bei mir halt rum. Ich benutze die auch dann sehr gerne, aber die werden dann nie irgendwie in die Öffentlichkeit getragen. Und ich habe mir überlegt, hin und wieder euch auch mal Dinge zu zeigen, die es so neu auf dem Markt gibt, weil viele Produkte davon kannte ich vorher auch noch nicht. Und das möchte ich jetzt einfach mal tun. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare rein, ob ihr sowas öfter sehen möchtet, weil dann auch wirklich komplett neue Dinge dabei sind, die es gar nicht vorher in Deutschland gab. Und vielleicht sind da auch einige interessante Produkte für euch dabei. Und ich würde mal sagen, wir starten mit dem Video. Als allererstes hat mir Douglas ein neues Paket zugeschickt. Und zwar haben die eine komplett neue Firma eingeführt. Und zwar heißt sie Dr. Jart. Oder Dr. Yard. Das ist eine koreanische Hautpflegefirma, die jetzt auch in Deutschland erhältlich ist. Und die Koreaner, die sind ja bekannt dafür, dass die wirklich übertreiben in ihrer Hautpflege und richtig krasse Produkte immer haben. Und ich bin auch mega gespannt. Ich habe noch nichts davon ausprobiert, aber ich wollte euch die Sache mal vorstellen. Und als erstes habe ich hier für euch den Cheek and Eye Lift, so eine Art Maske für diese Zone hier. Das ist auch so eine Art Tuchmaske, die man dann sozusagen direkt hier auftragen kann. Und da bin ich richtig gespannt. Ich liebe Korea. Ihr müsst unbedingt in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so verrückt seid nach asiatischer Hautpflege, weil ich finde, die haben immer so coole Sachen und auch irgendwie so ausgefallene Sachen. Das Ding ist, ich glaube, ich wäre jetzt nicht so unbedingt die Person, bei der man es sehen würde. Ich wäre dann wahrscheinlich so eine, oh mein Gott, das fühlt sich so toll an. Aber ich glaube nicht, dass man wirklich was sehen würde, weil meine Wangen sind schon voll. Das nächste Produkt ist das Dr. Jart Dermaclear Micro Water. Ich glaube, das soll so eine Art Micellenwasser sein. Das macht ihr auch auf ein Wattepad drauf und damit könnt ihr sozusagen alles reinigen. Und man muss es danach nicht abwaschen, sondern man kann sich direkt damit eincremen. Was mich jetzt zum Beispiel auch interessiert, kennt ihr diese Firma schon? Und habt ihr da schon mal ein paar Produkte ausprobiert? Das nächste Produkt ist auch richtig interessant und zwar passt mal auf, was hier steht. Trio, das Tonerdemaske und Reinigungsschaum in einem ist, wird wie eine Tonerdemaske angewendet und verwandelt sich dann in einen sanften Reinigungsschaum. Oh mein Gott, ich bin oh, ey, das muss ich unbedingt ausprobieren. Okay, und das Weiße hat eine beruhigende Wirkung. Das Pinke hat eine feuchtigkeitsspendende Wirkung und das Grüne dann eine erfrischende Wirkung. Oh mein Gott, ich bin voll aufgeregt. Ich muss es unbedingt ausprobieren. Vor allem hier das Weiße und zwar dieses Beruhigende. Das finde ich richtig interessant. Oh mein Gott, Leute, ich habe meinen Olaplex wiedergefunden. Ich habe es die ganze Zeit gesucht und habe mir ein neues gekauft. Na egal. Ich habe es wieder gefunden in dieser Kiste hier drin. Das nächste Produkt ist auch super witzig. Ich bin, glaube ich, nicht so das Testimonial dafür. Aber es geht um so diese Lachfältchen-Lifting. Maske. Und zwar ist es auch wieder so eine Art Tuchmaske, die man dann auf die Lachfältchen raufgibt, damit die Lachfältchen aufgefüllt werden und geglättet werden. Und das Ganze soll deutlich die Linien mindern. Wow, da bin ich voll gespannt. Ihr müsst mir unbedingt schreiben, ob ich ein Update dazu machen soll. Soll ich das wirklich mal ausprobieren und dann irgendwie mal in 2 Wochen oder so berichten davon? Weil, ich weiß nicht, da stehen so Dinge drauf, wo ich mir so denke, das kann passieren. Obwohl, ich bin, glaube ich... Ich glaube, das könnte ich zum Beispiel jetzt nicht ausprobieren, aber die anderen Sachen bestimmt. Und was ist ihr wisst nicht, wie viel Konfetti hier gerade rauskommt. So, was wäre asiatische Hautpflege ohne diese Tuchmasken? Oh mein Gott, ihr müsst... Alter! Und zwar sind das Tuchmasken einmal für Deep Hydration, also tiefe Feuchtigkeitspflege. Dann haben wir einmal das glättende Feuchtigkeitspflegetuch. Dann natürlich auch die straffende Version. Dann habe ich hier eine klärende Version, also so gegen Pickel werde ich jetzt mal denken. Oh, dann habe ich hier eine zweiteilige Maske, die dann gegen Falten ist. Und eine aufhellende Maske, auch richtig cool. Oh, und jetzt habe ich hier auch eine Creme und zwar ist es ein Transforming Balm to Oil. Eine Universalbehandlung für trockene und dehydrierte Haut. Hier, ich bin. Das Balsam verwandelt sich in ein Öl, das leicht in die Haut eindringt und Feuchtigkeit spendet, ohne zu schmieren. Da machen wir auch schon mal weiter. Und zwar hat mir Lush auch was Schönes mitgebracht. Und zwar habe ich hier einmal den Plum Rain Shower Gel.
Oh mein Gott, ein lilanes Duschgel. Okay, ich rieche jetzt nicht viel, aber ich das, was ich rieche, ich bin heute echt nicht fähig, über irgendwas zu urteilen. Das finde ich jetzt richtig witzig. Und zwar Mouthwash-Tabs, also Mundwasser in Tabform. Das löst sich dann im Mund auf. Ich weiß nicht, das ist immer so richtig komisch, wenn man Produkte nicht in ihrer Form verwendet, die man eigentlich gewohnt ist. Also normalerweise ist für mich Mundwasser einfach flüssig, aber dass ich das hier erstmal irgendwie auflösen muss. Und zwar müsst ihr das direkt in euren Mund geben und dann einen Schluck Wasser dazu und dann in eurem Mund auflösen lassen. Dann fängt es so an zu prickeln und dann habt ihr euer Mundwasser, was halt so richtig natürlich natürlich ist und auch unschädlich und ohne schädliche Inhaltsstoffe und alles. Dann habt ihr wahrscheinlich schon bei ein paar YouTubern diese Benefit-Box hier gesehen. Und zwar ist es eine riesige Box mit Neuheiten drin. Und zwar haben die neue Lippenstifte und neue Lidschatten rausgebracht. Mal hatte vorhin schon reingeschaut und meinte, einige Produkte sind etwas lustig und andere Produkte sind richtig cool. Passt auf, Leute. So sieht das Ganze aus. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, aber Benefit ist einer der Marken, wo ich mir so denke, Leute, was denkt ihr euch da aus beim Packaging? Das ist so geil einfach nur, so ein Produkt dann in der Hand zu halten und dann die ganze Range zu sehen. Da macht es auch richtig Spaß, die Sachen vorzustellen. Und zwar gibt es einmal hier diese neuen They're Real Double the Lip. So eine Duo-Lippenstifte, die man so aufdrehen kann, wo an der Spitze halt die dunkle Farbe ist und in der Mitte die hellere Farbe, sodass man so eine Art Ombre-Lip bekommt und dann Lip Liner und Lippenstift in einem hat. Meine Schwester hat gesagt, Nude Scandal und Lusty Rose sind richtig schöne Farben. Ich bin ja so eher der Nude-Mensch. Richtig rauskriegen ich das hier aber auch nicht. Ich werde mal eine Farbe ausprobieren. Ich habe ja hier so einen kleinen Spiegel drin. Von Catrice gab es auch mal hier diese Ombre Lips und da war ich nicht so begeistert von. Aber mal gucken. Ich habe jetzt schon Lippenstift drauf. Ist blöd, ne? Das sieht viel besser aus, als ich das erwartet hätte. Ich dachte erst, es wird so voll der große Unterschied zwischen der dunklen Farbe und der hellen Farbe. Aber es sieht richtig gut aus. Ich probiere mal eine etwas dunklere Farbe aus, weil ich ja schon sowieso 1000 Farben auf den Lippen drauf habe. Nude Scandal war das gerade, meine Damen und Herren. Und wir probieren jetzt mal Lusty Rose aus. Komm, ich mache mal hier so ein bisschen QVC. Okay, also vom Lip Liner, also von der dunkleren Farbe, sieht man nicht viel, sodass man wirklich nur ganz, ganz leicht diesen Ombre-Effekt bekommt, was ich gar nicht mal so schlimm finde. Aber wenn man das richtig und ordentlich aufträgt, hat man ein richtig schönes Ergebnis. Und ich finde die Lippenstifte gar nicht mal so schlecht. Übrigens, was ich euch in diesem Zuge auch direkt fragen möchte, ist, ich habe ja letztens 6 Dinge von MAC gezeigt, die sich wirklich von MAC lohnen. Soll ich das Ganze auch nochmal für Benefit machen? Dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare rein, dann würde ich das auch gerne für euch abdrehen. Weil bei Benefit gibt es auch natürlich Produkte, wo ich mir sage, wow, auf jeden Fall von Benefit holen. Und andere Produkte, wo ich mir denke, okay, super Produkt, aber könnt ihr auch günstiger holen. Dann kommen wir auch schon hier zu den Lidschatten hier drin. Okay, wie soll man das hier am besten erklären? Und zwar ist es hier so ein Duo-Lidschatten. Da drin gibt es einen Schwamm, den man dann sozusagen hier nur drüber fahren muss, sodass man in einem Schritt eine dunkle und eine helle Farbe auf dem Augenlid hat. Ich persönlich kann das ja sowieso nicht machen, weil ich Schlupflider habe, beziehungsweise Monolider. Ich persönlich, an mir, ich weiß sofort, dass es nicht funktioniert, finde aber eigentlich ist es gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ich kann es ja jetzt eben mal ausprobieren. Nee, dafür ist mein Augenlid einfach viel zu klein. Es gibt 8 verschiedene Farben davon, wo ich finde, dass die Farben sich sehr ähnlich aussehen. Also die Lippenprodukte finde ich auf jeden Fall richtig cool. Da kann ich mir sogar vorstellen, dass ich die öfter tragen wollen würden werde. Ich habe jetzt versucht, nicht ganz so viele Marken mit reinzunehmen, sondern mich so auf 2, 3 Marken zu beschränken. Da könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das haben möchtet. Ich weiß nicht genau, wie so ein Format hier in Deutschland ankommt. Habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Wird wahrscheinlich einen Grund haben. Ich weiß es nicht. Ich bin mir ziemlich unsicher. Deswegen müsst ihr mir unbedingt euer Feedback hinterlassen. Und ob ich in 2 Wochen oder so nochmal irgendwie so eine Art Feedback machen soll zu den Produkten, wie sie gewirkt haben. Ob die auch wirklich das tun, was sie versprochen haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Sorry auch nochmal, dass ich mich nicht ganz so fit anhöre, aber ich fühle mich eigentlich mega gut. Hinterlasst mir gerne euer Feedback und dann will ich jetzt einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!